Moin Moin, liebe Leute und ahoi, liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4 hier mit Mantua, gespielt von Turbos. Guten Tag. Und Aragorn ist meine Wenigkeit. Ja, es geht weiter. Kriegsgrund, unglücklicherweise verloren wegen Kriegsgrund gegen Mantua. So ein Pech aber auch. Oh, die Osmanen haben Litauen rivalisiert. Oh. Die Osmanen halten uns nicht länger für den Rivalen. Oh, es fällt so ein leichter Stein in Form eines harzer Brocken vor meinem Herzen. Dafür hast du jetzt Moskaus Rivalen. Wir haben einen Handelsschutzkriegsgrund gegen Mantua. Sie blockieren unsere Häfen. Sag mal, willst du mir irgendwas sagen? Ja, ist gut. Das hatten wir schon letztes Mal. Ich muss auch Geld verdienen. Weißt du, ich hab dir noch großzügigen Herzens meine Schiffe geschenkt. Zu einem spöttischen Benutzerpreis. Ja. Also es ist auch schon ein bisschen her. Ja, und? Das zählt. Ein bisschen. So, zwei Aufnahmesessions oder so. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Hatten wir schon mehr als drei in diesem Part hier? Ich hab keine Ahnung. Okay. Mich musst du da nicht fragen. Ich bin viel zu wenig informiert derzeit. Ach ja, bringt die klassische Frage am Anfang, weil mich diese blaue Fahne ständig verwirrt. Staaten gründen in der Toskana. Ja oder nö? Ja, warte mal. Oh, ich habe gerade Events, ich kann gerade nicht. Warum? Mailand, Osmanisch, okay. Was? Mailand, ein sehr merkwürdiger Satz. Meile in Osman ist ja, es sind zu viele Fenster. In dem Fall, dass du Florenz und Arezzo noch erobern willst, dann lohnt es sich. Sonst lohnt es sich wahrscheinlich auch, weil die Provinz ziemlich gute Entwicklung hat, nämlich 21. Also das ist auch zu kompliziert. Ja. Und zu schnell. Ja, ich muss erstmal verstehen, was du mit der Entwicklung meinst, aber das ist dieses komische Haus mit der Landkarte dahinter. Genau, also die Entwicklung ist die Steuern, die Grundsteuer, die drei Nummern und mit den drei Symbolen. Soldaten, Haus, also Produktion, Betrieb und das Geld mit dem Diagramm. Das Geld mit dem Diagramm. Okay, und wenn ich es in einem Staat umwandle, dann sinkt die Autonomie und das Ganze ist ein bisschen mehr wert, ne? Genau. Sehr schön. Aber du musst Geld zahlen dafür. Und dann halt noch Korn. Verdammt! Was muss ich denn dafür zahlen? Weil es steht nur, klickt Toskana ist ein Territorium, klicken, um einen Staat zu, umzuwandeln. Wenn du draufklickst, ziehst du es. 21 pro Monat? WTF? Also verliert. Also, was? Okay, jetzt habe ich. Finde ich nicht ganz nachkommen. Was? Okay, ich mach's mal. So. Ja. Okay, gut. So, jetzt ist es das. Jetzt muss ich rechts daneben nochmal alle Kernprovinzen an in Toskana schaffen klicken, oder was? Genau, dann hast du es erst richtig gekort. Weil jetzt, sobald du es nicht als Staat hast, kann es nicht unter eine Autonomie von unter 75% haben. Ah, ja. Und beim zweiten Mal koren wird es auch instant gekort. Also, keine Zeit, wie es da braucht. Beim ersten Mal wird die Zeit gebraucht, beim zweiten Mal dann nicht mehr. Okay. Nochmal zu der Entwicklung. Das erste, das mit dem Diagramm und dem Geld, ist die Steuer. Das sollst du noch kennen von früher, die Grundsteuer. Die Grundsteuer kenne ich, ja. Dann die Produktion. Also, du siehst ja rechts unten, was du produzierst. Das wäre jetzt in Siena ziemlich gut. Da ist Tourist, was einen Preis von 3,6 hat. Mhm. Das heißt, dann kannst du eine höhere Produktion lohnt sich da eher. Lohnt sich halt bei Provinzen mit weniger guten, wie zum Beispiel Pisa, das nicht dir gehört, sondern Florenz, aber will ich dann halt weniger lohnen. Und dann das letzte ist die Militär, beziehungsweise halt das Militär, das die Grundmannstärke erhöht, die der Provinz, ja, die du erhältst. Und du kannst halt. Aber eben halt Pause. So viele Fenster, ich krieg die gar nicht mehr weg. Okay. Revolte, meine kastilianische Adlige? Ja, das zeigt jetzt auch die Rebellen deiner Untertanen an. Die 21.000?
Ja, das Kastil ist recht groß. Das kann sein. Ist klar. Und halt, du kannst die Entwicklung einer Provinz erhöhen durch 8. Was? Cassini selbst hat gar keine Armee mehr. Gar keine? Warte mal, wo sind deren Militär, Armeen, Sie haben Kastilien? sicher eine Armee. Kastilien hat. Irgendwo haben die 30.000. 30.500 ein paar zackte Mann rumlaufen, aber ich sehe die nicht. Sie sind in ganz Kastil, also in Grundspeilen sind sie nicht. Nö. Sind sie in Neapel? Nicht, dass ich sehe. Algerien? Nee, das sind nur 3000 Algerianer. In ihrer Kolonie in Afrika, falls du die siehst. Ironischerweise nicht. Die haben Also eine sie hat Kolonie in reingeschaut. Afrika? Ungefähr 5 Provinzen. Ja. Wieso sehe ich denn die nicht? Gute Frage. Das ist doch Nächste meine Frage. Personalunion. Ja, nee, erstmal diese Frage. Also ich sehe, dass sie eine Insel da haben in der Küste von Genua. Kanarischen Inseln. Guinea. Was? Mehr? Guinea. Wo? Guinea. Ah, okay. Ja, das sehe ich nicht. Also du siehst so ungefähr Elfenbeinküste da, haben sie Nee, die direkt. Elfenbeinküste sehe ich nicht. Ich sehe die einzige benannte Fläche Südaf oder Afrikas überhaupt, die ich noch sehe, ist Arguin von Portugal. Ansonsten sehe ich davon gar nichts. Gut, dann solltest du da mal erkunden. Da kann ich jetzt auch gerade nichts sagen. Dann haben sie wahrscheinlich viele Truppen dort, aber mit 21 soll es hier noch klarkommen, oder nicht? Das ist genug. Ich selbst habe 22. Ja, siehst du? Jetzt einfach nicht in den Bergen angreifen. Außer das Fort von Spanien, Aber ich das sie könnte noch belagert drei hatte. bauen. Das wäre möglich. Das wäre meine Gut, aber Maßnahme. 22.000 soll gleich reichen, das sind Rebellen. Gut, dann lass mal langsam weiterlaufen, so auf Stufe 2 oder so. Währenddessen übrigens so. Wurde uns ja letztes Mal irgendwie aufgekündigt, weiß ich nicht mehr weshalb. Soll ich jenem, der uns die Häfen blockiert, wirklich als einen Bündnispartner akzeptieren? Ich Gut, weiß ja nicht. ich kann dir auch keine Hilfe mehr geben. Okay, das ist jetzt Bündnis. Oh cool, wir haben Kernprovinzen erhalten. Die ist immer toll. Aber in Grünland darf ich sie angreifen, ne? Wo? Grünland-Ebene? Oder Terrain? Ja. Terrain. Vielleicht nicht über den Fluss, aber ja, mit einem guten General. Ich weiß nicht, was sie für einen General haben. So soll es eigentlich gehen. Sie haben ein General 2120. Ja, gut, dann kannst du Ich habe ein es. 1110. Ja, ich habe es gesehen. Wenn möglich, einfach nicht über den Fluss, aber es sollte eigentlich nicht so schlimm sein. Auch wenn du über den Fluss angreifst, weil Rebellen sind meistens Wenn ich nicht so von stark. Burgos komme, gehe ich da über einen Fluss, nee, ne? Von wo? Jetzt kommt sie eh woanders hin. Moment. Ja, jetzt würde ich zuerst nach Salamanca und dann nach dort wieder der Ach, Wege. Salamanca, wo ist das? Wobei, du konntest auch direkt nach Castilla la Vella, weil du hast ein Fort, wie ich gerade gesehen habe. Jetzt ist es eh zu spät, jetzt sind sie schon darüber gelockt. So, dann gehen wir jetzt dahin. Jetzt bin ich gespannt. Das war die schlechteste Trompetenimitation aller Zeiten. Ja. 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 Definitiv. Ja. Ja. Locker. Es kommen Das gar keine Zahlen läuft mehr. locker. Jetzt. Naja, naja. Sieh dir die Moral an. Das ist ein eindeutiger Sieg für dich. Jetzt Okay. musst du ihn dann einfach hinterherlaufen. Wie, das wird noch nicht mal ein Stacky?
Nee, definitiv nicht. Aber ich weiß nicht, wie es. Ich glaube, adlige Rebellen laufen weg. Ich weiß nicht, welche Rebellen direkt weggehen nach einer Niederlage und welche weglaufen. Sie sind weg. Okay, gut, dann sind es die, die nicht weglaufen. Auch gut. Kann man ja nicht immer alles wissen. Lohnt es sich, die Religion anzupassen, wenn es 333 Monate dauert? Eher nicht. Dachte ich mir. Außer du willst die Religion wechseln. Da habe ich natürlich auch nichts dagegen. Hatte ich jetzt nicht wirklich vor, ne. Als so ein gewisser reformierter Staat. Ach Gott, was ist denn das jetzt wieder? Standadel verliert 10 Lalalala. Lalalala. Verliert 10 Prestigen, die sich nicht so drauf verlieren. 120 Dukaten haben wir nicht. Ich könnte tatsächlich, wenn ich 50 Legitimität und nicht Prestige hätte, den Thron von Österreich beanspruchen. Finde ich toll. Möchte ich nur mal gesagt haben. Ich werde es Das nicht ewige machen. Ziel. Keine Angst. Ja, ein schönes Ziel ist es schon, weil Österreich ist stark. Und der Kaiser. Ach, Ungarn hat den Irak gerne. Wo ist der Irak überhaupt? Ach, da haben wir noch gar nicht gesehen. Woher wissen wir, dass sie ein Geschenk erhalten haben? Da rechts, da wo Persien ist in dem Bereich, da müsste der Irak sein. Ja, zwischen Persien und Ich sehe es Syrakla. noch nicht. Aber ich glaube, das Ja. Mamelukenreich wird gleich wieder um ein ganzes Stückchen kleiner werden. Oh, würde mich nicht wundern. Pendelt sich die Loyalität wieder ein, so nach der Zeit? Ja, ne? Was heißt mit Loyalität? Vom Adelsstand. Ja, das heißt, das ist ob das so ein Nationenmodifikator, den du einsehen kannst, also ein Landesmodifikator. Ja, ich würde jetzt ungern so also hin und her viel changen. Was können wir denn noch machen? Wir können ja vielleicht einen. Manchmal fühle ich mich ein bisschen dumm. Wieso ist das getan? Ich dachte, ich hätte den Anspruch auf Friaul von Aquileia. Und wenn ich deshalb jetzt das Land nicht erobern kann, weil ich keinen Anspruch hatte, dann fühle ich mich erst recht sehr dumm. Das war nur ein bisschen laut. Ich verliere Geld, wie ich sehe. Ich sehe es nicht gut. Ich, logisch bin ich gut dabei. Mehr oder weniger. Für unser koloniales Empire aufzubauen. Du bist ja auch inzwischen dran mit den Entdecker-Ideen. Ja, ich brauche aber Stufe 2, um den Ja, ich weiß, Weg in die neue Welt quasi anzutreten. genau. Und zu Hast du wen erkunden. schon erreicht? Ja, schon lange. Das war Echt? meine zweite Ideengruppe. Also, ja, okay, bei mir ist es jetzt die dritte. Ja. So, mit wem bist du Provo? Das wäre natürlich auch eine Maßnahme.
Ich hätte da eine Idee, wie wir deine Kernprovinzen dann ticken erweitern können, wenn du Bock drauf hättest. Von wem redest du denn? Das klingt interessant. Wenn ich dieses eine, die Provence angreife, die sind verbündet mit Mailand und Kirchenstaat. Kirchenstaat ist, Provence ist eben nur noch ein Schatten seiner selbst. Und Mailand, hättest du da nicht Interesse vielleicht sowas an Parma oder Brescia oder sowas? Ja, oder Cremona. Mir egal was. Ich brauche da hinten nichts, hab ich keine Reichweite hin. Mich interessiert nur Rom und Provence. Ich würde gerne noch zuerst Aquileia erobern und Jojo, dann mach ruhig. Ich muss können ja wir eh das erstmal die Ding. Ansprüche claimen hier. Ja, dann würde ich nachher auch einen Einspruch an. Warte, Cremona habe ich schon. Brescia ja auch. Parma nicht. Parma will ich aber auch nicht. Ich will einfach, dass du Parma entlässt. In die Unabhängigkeit. Okay, kriegen wir auch hin. Es ist reformiert und alles Reformierte gehört in die Unabhängigkeit. Und ja, ich werde jetzt religiös. Plötzlich, aus dem Nichts. Ah ja. Modena ist reformiert. Das gefällt mir so. Kroatien wird auch reformiert. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Wenn ich bei diesem großen Reiter Provinzen entwickeln reingucke, ne? Wo ich so alles untereinander und nebeneinander habe. Meinst du beim Also wenn du auf die, Produzieren? ja genau, wenn du auf dieses Produktionsinterface gehst, dieser Hammer mit Schwert oder Ja. Degen oder was es da ist. Und dann der zweite von ganz unten. Ja, die Entwicklung. Genau. Es bringt gar nichts, die Roten auch zu pushen, oder? Wenn ich das richtig sehe, weil die bringen dann ja teilweise nur, also teilweise gar nichts bis, Das weiß nicht. Rote ist das, was eigentlich nicht so effizient ist. Das stimmt, ja. Oh Gott! Super, dass ich davon ganz viel gepusht habe, weil ich dachte, oh, das sollte ich vielleicht mal grün kriegen auf Dauer, aber okay. Schlimm ist das nicht, also wenn du zu viel Macht hast, kannst du einfach Ja, ich bin 100% voraus, also. ja, siehst du, also in allen drei oder nur einfach in dem, was du gebraucht In hast. Militär. Ja, gut, wenn du nur Militär gemacht hast, dann geht das und das ist eigentlich kein Problem. Und das dem Militär ist eigentlich sowieso fast immer gut, auf egal welche Provinz eigentlich. Aber trotzdem gut zu wissen, dass man primär eigentlich erstmal die Grünen pushen sollte, ne? Ich glaube, das ist nach dem Preis gemacht. Bei dir zum Beispiel sollte. Ja, wenn ich zum Beispiel über die Roten gehe, also jetzt kann ich es gerade nicht, weil ich nicht genügend Punkte habe, aber. Ja, zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Provinzen. Die eine ist schon auf Stufe 6, aber rot. Da kann ich die Steuereinnahmen nur plus 0,03 erhöhen, während die andere gelbe darunter. Nee, die andere grüne Provinz 6 in grün, die bringt dann 0,13 Cent, also 10 Cent mehr. Es könnte auch sein, dass das von der Autonomie abhängt. Weil die Autonomie macht, weißt du ja auch, was es macht. Ja, leider. Ne, bis vor, weil das ist etwas, das sehr kompliziert ist, tatsächlich für Neueinsteiger. Autonomie. Ist auch etwas, das nur sehr schwer erklärt ist, Du meiner Meinung schraubst sie nach. aber auch nach jeder Landeseroberung erstmal hoch wegen der Rebellenrisiko, oder? Oder mache ich da was falsch?
In den meisten Fällen ja. Außer Okay. es irgendwie hat die gleiche Kultur und war zum Beispiel eine Kernprovinz, die ich zurückerobere, dann meistens Ich hätte nicht. bei denen da unten in Afrika keine Kultur, keine Religion, da war automatisch erstmal Ja. 10% Rebellenrisiko oder so. Da würde ich es auch definitiv. Die willst du sowieso derzeit nicht coren, also kommt es nicht darauf an, sie können sie ja eh nicht unter 75 fallen. Dann kommt es ja auch nicht mehr darauf an. Wie lange dauert das noch? 2 Monate? 3 Monate? Was denn? Bis ich den Anspruch habe. Ach so, das weiß ich nicht. Und den Krieg erklären kann, endlich. Nach langer Zeit mal wieder. Bankrott sollte ich ja inzwischen nicht mehr sein. Sehe ich das eigentlich, ob du bankrott bist? Nee, ne? Doch, ich glaube. Ich dachte, man konnte es irgendwo sehen, aber wenn, dann weiß ich gerade nicht wo. Also doch, man kann zum Beispiel an den Einnahmen sehen, glaube ich. Du kannst es, also eben in der Statistik kannst du Ich es auf sehe jeden deine Fall. Einnahmen. In der Statistik kannst du die Einnahmen sehen, ja. Ja gut, okay, da ja. In der Statistik kannst du Bankrott ziemlich gut finden, glaube ich. Aber ich kenne mich da auch nicht so gut aus, weil ich das Spiel nicht so regelmäßig spiele dafür. Und Oh, auch nicht danke, so Kirchenstadt. Du machst es mir auch wirklich einfach. kompetitiv. Apropos, ich muss heute diese ganzen Nachrichtendinger hier wieder einstellen, ne? Von Feinden, von Verbündeten. Wieso speichert er sich das eigentlich nicht? Das ist so schade. Schauen. Das sollte eigentlich reichen. Sehr schlecht gewürfelt. Ne, es wird nicht reichen. Mist. Dann lasst mich sie halt kommen. Auch toll, die Gegner haben in einer Seeschlacht von 7 Schiffen 8 verloren. Läuft bei denen, wa? Ja. Das toll ist, dass man hier auch Ländereien genannt bekommt. Hier Äthiopien, ja, da sehe ich nicht eine Provinz von gefühlt. Aber Hauptsache, ich kann Informationen von da lang. Oder Japan. Das ist normal. Was, Japan? Okay, Nee. das ist nicht normal. Wieso? Was haben die denn gemacht? Dass du eine Nachricht erhältst? Also ich könnte sie anklicken bei Nachrichtenfilter halt, das meine. Achso, ja, das ist normal. Das ist normal. Ich dachte schon, du hast eine Nachricht von ihnen erhalten, irgendwie Japan, keine Ahnung, wegen dem Krieg erklärt. Das wäre dann ein bisschen komisch gewesen. Der japanische Eroberungskrieg von Georgien, ja. Genau. Sie sind ganz, ganz weit Richtung Westen gewandert. Also Georgien oder Japan? Japan ist ganz weit Richtung Westen. Ja, irgendwann Oder kommt sie auch. Georgien kann auch ganz, 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 ganz weit Richtung Westen. Eben trifft es auch auf Japan. Ist ja beide genau, ziemlich gleich weit nach Westen. Dann ist ja, ne, Georgien ist ja wahrscheinlich ein bisschen kürzer zu Japan als Japan zu Georgien. Ne, warte, Westen. Ich dachte Osten. Tut mir leid. Westen, da Westen Ja, ist links. ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wechsle immer Westen und Osten, ich weiß nicht, deshalb. Merkt ihr einfach im Uhrzeigersinn nie ohne Seife waschen. Ja, das ist mir bewusst. Ich weiß, dass Westen Ja, auch links die ist. Reihenfolge merkt. Nicht nur, dass du dich mit Seife waschen sollst, generell in deinem Leben ist ein gutes Lebensweisheit, ja. Aber auch als Himmelsrichtung, als Sortierung. Wir sind übrigens am Folgenende angelangt, sehe ich gerade. Okay.
Dann, ja, relativ kriegsfrei, also zumindest aus meiner Sicht, aber ich sehe ja, voll, du bist... Total, nee, ich bin kriegsfrei, ich gewinne den Krieg. Also, es ist keine einzige Schlacht, wir haben nur gewonnen. Respekt, wie machst du das? Vor allem, die stehen mit 6000 Mann in, wie heißt das da? Ich kann es gar nicht lesen, aber die Burg da draußen, Trevel? Trevels? Treviso. Treviso. Treviso, also, Treviso. Kann man ein Lied drüber singen. Ja, besten Dank, Leute, fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hol, Moss, Moss. Besten Dank an Turbus. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Auch beim Turbus. Geht mal rüber, geht auf den Kanal, abonniert ihn. Tut gut, tut nicht weh. Macht's gut. Tschüss.